Was zuletzt geschah. Snens offenbarte sich vor der Menge und gab es preis. Er hatte Deoxys geschlagen und das letzte Emblem gewonnen. Und nun forderte er Günther heraus. Am nächsten Tag würde es ein finales Duell geben. Darum, wer wahrlich der stärkste Trainer sei und wer Darkrai herausfordern würde. Auch mit dem Wissen, dass Darkrai vielleicht sofort bei Erhalt des Emblems kämpfen wollen würde, formte Günther ein Team für dieses Duell. Eine riesige Zuschauermenge wohnte dem Ereignis bei. Zwei Rivalen gaben alles in einer unfassbaren Schlacht. Undurchschaubare Taktiken und unglaubliche Bunde kollidierten im Kampf um den Titel des wahren Pokémon-Champion. Und im letzten Moment konnte Shinnok den Sieg über Krayce erringen. Und Günther schlug seinen Rivalen im finalen Kampf zwischen den beiden. Kapitel 30. Darkrais Herausforderung. Der letzte Tag. Die Menge tobte. Snens kam auf mich zugelaufen. Anders als die letzten beiden Male wirkte er nicht frustriert, obwohl er so knapp verloren hatte. Herzlichen Glückwunsch, Walrus. Es war ein unglaublicher Kampf. Du hast dir den Sieg verdient. Ich war etwas verwirrt. Wieso nimmst du die Niederlage gerade dieses Mal so locker? War es wirklich eine Niederlage? Die Gegenwehr, die ich leisten konnte, war unfassbar. Das Publikum hat unser Duell geliebt. Es ging darum, wer Darkrai herausfordern soll. Und du hast einfach bewiesen, dass du derjenige bist. Außerdem, du weißt es vielleicht nicht, aber ich verdanke dir einiges. Dass ich so stark geworden bin, verdanke ich dir. Wärst du nicht aufgetaucht, wäre ich einfach auf meinem Ego sitzen geblieben. Die meisten konnten mich nicht besiegen, ich hielt mich für toll. Aber du hast mich angespornt, mehr anzustreben. Du hast mir die Entschlossenheit gegeben, so weit zu kommen. Doch es zeigt sich erneut, der Schüler wird nie besser als sein Meister werden. Er nahm das Emblem aus der Tasche und überreichte es mir. Du bist der Einzige, der diesen Krieg für uns gewinnen kann. Du hast dieses letzte Emblem verdient. Für die Seite der Menschen bist du der wahre General. Er drehte sich um die eigene Achse und machte einen Ausruf. Alle herhören, Leute! Ein Applaus für den stärksten aller Trainer! Für den tapferen Krieger, der Darkrai bekämpfen wird! Hoch lebe das Walross! Die Menge um uns herum tobte. Ich und meine angeschlagenen und nicht angeschlagenen Freunde standen in der Mitte von ihnen. Endlich war das Vertrauen der Menschen auf unserer Seite. Das Gefühl war unbeschreiblich. In Silberdorf und Schatzstadt waren wir zwar auch gefeierte Helden, aber hier fühlte es sich doch irgendwie noch anders an. Bis die Mengen auf einmal verstummten. Ein neuer Gast hatte sich auf das Kampffeld verirrt. Der Kriegsherr der dunklen Armee persönlich. Darkrai schwebte schräg über unseren Köpfen. Ich sehe. Die Embleme sind versammelt. Und wer hätte dies vollbringen können, wenn nicht ihr? Wir alle begaben uns in Kampfposition. Doch Darkrai lag nichts daran, nun zu kämpfen. Nicht jetzt. Ihr wollt ein großes Finale für diesen Krieg. Ihr werdet es bekommen. Ein fairer Kampf auf dem großen Hauptplatz hier in der Stadt. Morgen zur Abenddämmerung. Und vergesst die Embleme nicht. Wir werden diesen Krieg beenden. Mit diesen Worten verschwand er. Er gab uns eine faire Chance. Ein Tag, um uns wieder zu erholen. Es bestand kein Zweifel mehr. Das große Finale stand unmittelbar bevor. Wir hatten noch einen letzten Tag vor uns. Und diesen wollte ich gut nutzen. Wir alle wachten am nächsten Morgen sehr früh auf. Die Anspannung war ziemlich deutlich zu spüren. Doch ich wollte sie über den Tag etwas lösen. Doch zunächst mussten wir einen wichtigen Teil der Planung vollziehen. Wir haben die 5 Embleme. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir sie alle nutzen. Das heißt, wir müssen die Embleme unter euch verteilen. Dazu haben wir 2 Optionen. Entweder bekommen die 5 mit der wenigsten Erfahrung die Embleme
um ihre geringere Kampfkraft auszugleichen. Oder die 5 Stärksten unter euch, damit wir wahre Streitkraft haben. Was meint ihr? Alle waren sich schnell einig. Die Stärksten sollten die Embleme bekommen. Es war wie eine Art kleine Preisverleihung. Die 5, die auf dieser Reise die größten Leistungen vollbracht hatten, würden nun die Kraft bekommen, das Finale zu entscheiden. Die anderen stellten mir völlig frei, wie ich die Embleme verteilen würde. Und deshalb entschied ich mich, den Tag über noch zu warten. Diesen Abend, bevor wir zum Hauptplatz der Stadt aufbrechen würden, würde ich die Embleme verteilen. Doch tatsächlich hatte ich eine Tagesplanung, der wir zunächst nachgehen würden. Wir haben all die Zeit in dieser Welt im Krieg verbracht. Die Menschen haben uns misstraut und die dunkle Armee uns als Feinde gewusst. Wir hatten nie wirklich Zeit, allesamt. Ich möchte gerne noch einmal durch die Gegend ziehen, frei von allen Kämpfen. Einfach um meine alte Heimat zu erkunden. Heute muss niemand hierbleiben und Wache halten. Jeder kann tun, was er möchte. Lord Eckhart teilte mir seine Entscheidung schnell mit. Ich meine, ich habe ja keine wirkliche Idee, was in dieser Welt wo ist. Ich würde gern mit dir kommen. Wirklich einmal entdecken, wo du überhaupt herkommst. Mit dieser Idee fand Lord Eckhart viel Anklang. All meine Freunde wollten mich begleiten und sich die Welt der Menschen mit anderen Augen anschauen. Ehrlich gesagt hatte ich bereits gehofft, dass sie sich so entscheiden würden. So machten wir uns auf. Ein letzter Tag der Ruhe stand bevor. Zusammen bereisten wir verschiedene Orte, die ich aus meinem alten Leben kannte. Wir entschieden uns, auch alte und neue Freunde von dieser Reise aufzusuchen. Zunächst nahmen wir uns Zeit, um endlich einmal durch die Stadt zu laufen, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht hatte und mich sehr verändert hatte. Viele Menschen sahen uns so an wie jeden Tag. Doch keiner wollte uns herausfordern. Manche sprachen ein paar Worte mit mir und wünschten mir viel Glück. Die Leute wussten, dass wir diejenigen waren, in deren Händen nun das Schicksal ihrer Welt lag. Viele Orte, die mir in meiner Kindheit viel bedeutet hatten, waren noch genauso wie früher. All die Erinnerungen kamen hoch. Auf den Feldern außerhalb des kleinen Dorfes trafen wir Olaf. Was genau er tat, konnte ich nicht erkennen. Doch er hatte all seine Pokémon bei sich versammelt. Ich sprach ihn an. Hallo Olaf, was tust du denn hier? Erst jetzt schien er überhaupt meine Anwesenheit zu bemerken. Ah, Günther, du bist es. Ich dachte nicht, dass du heute wieder herumreisen wirst. Nimmst du dir keine Auszeit vor deinem großen Auftritt? Doch, aber dazu bleibe ich nicht in der alten Holzhütte sitzen. Ich zeig meinen Freunden diese Welt. Das Thema war für Olaf damit schnell abgehakt. Ich verstehe. Ich nehme Abschied von meinen Mitstreitern. Ich war etwas verwirrt. Was? Warum Abschied? Du weißt es selber, Günther. Egal wie die Schlacht heute Abend endet, die Pokémon werden aus diesem Weltenbaum verschwinden. Alle kehren wieder dorthin zurück, wo sie herkommen. Jeder wird wieder an dem Ort sein, an den er hingehört. Dieser letzte Satz von Olaf traf mich tief. Jeder würde wieder da sein, wo er hingehört. Wir werden wohl keinen Kampf mehr zusammen bestreiten und deswegen war mir klar, dass es ein guter Zeitpunkt sein würde. Anschließend sprach Olaf mich genau auf den Punkt an, der mir gerade schon ein schlechtes Gefühl bereitet hatte. Was genau machst du eigentlich nach dem Krieg? Du wirst wieder in die Welt der Pokémon reisen, nicht? Ich blieb still. Ich verstehe. Ich wusste es. Aber es ist okay, denn es ist alles anders als vorher. Schließlich wissen wir nun, wo du bist und wie es dir geht. Und mit solchen Mitstreitern an deiner Seite kann dir gar nichts passieren. Auch heute Abend nicht. Ihr schafft das. Wir reisten schon bald weiter. Wir machten uns auf in die Stadt. Das Ziel war ein Ort, den wir auf dieser Reise bereits gesehen hatten. Meine Freunde bemerkten jedoch, dass ich auf dem Weg sehr nachdenklich wirkte. Ich konnte ihnen schwer verheimlichen, worum es ging. Du denkst über den Abschied am Ende des Krieges nach, nicht? Manchmal fragte ich, wie meine Freunde so gut sehen konnten, was in mir vor sich ging. Sieh es so, Günther. Ein Abschied ist auch immer ein neuer Anfang. Wie Olaf sagte, ändert sich für diejenigen, die dich kannten, nicht viel. Nur, dass sie das Bewusstsein haben werden, dass es dir gut geht. Für uns alle, aber vor allem für mich und Shinux, war es ja auch nicht anders, als wir uns damals entschieden, in Silberdorf zu bleiben. Wir haben dort vieles zurückgelassen. Auch Bisasam versuchte, meine Laune zu bessern. Ein Ende ist nie wirklich ein Ende. Das Leben ist da bereits das erste Beispiel.
Zudem, ich muss am Ende dieses Krieges auch Abschied nehmen, von euch allen, aber wir können es nicht ändern. Deswegen sollten wir die Zeit, die wir mit denen, die wir verlassen müssen, verbringen, genießen und ausnutzen, meinst du nicht? Ich wusste, dass sie alle recht hatten und ich würde ihren Rat befolgen. Mit etwas besserer Laune gingen wir weiter, bis wir ein altbekanntes Gebäude erreichten. Dieses Gebäude war früher eine ganz normale Schule. Ich war hier jeden Tag und habe viele meiner Freunde getroffen. Ich habe einen großen Teil meiner Zeit hier verbracht. Ich weiß nicht, ob so etwas wie Schulen bei euch überhaupt normal sind. Lord Ecker erklärte mir die Lage. Wir wissen schon alle, was Schulen sind, aber es gibt keine Pflicht, sie zu besuchen. Außerdem gibt es sie nur an wenigen Orten. Die meisten Pokémon wollen ohnehin lieber Retter oder Erkunder werden. Wir betraten die Schule. Ich erwartete dort bereits jemanden zu treffen und wurde nicht enttäuscht. Snens war natürlich wieder an dem Ort, an dem er den größten Ruhm hatte. Doch es war anders als beim ersten Mal, als wir hier waren. Er saß nicht einfach da und schaute zu. Er zeigte den Schülern wirklich, wie sie zu kämpfen hatten. Er machte jedoch eine Pause, als er mich sah. Ach, Walross, machst du einen Rundgang, um dich für heute Abend locker zu machen? So in etwa. Ich zeig meinen Freunden die Region. Wir waren gerade da, deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal auf einen Sprung vorbeischauen. Kannst du gerne machen. Ich habe eh noch ein, zwei Fragen. War mein Kampfstil gestern eigentlich zu vorhersehbar? Ich hatte oft das Gefühl, dass du mir einen Schritt voraus warst. Immer als ich dachte, ich hätte dich, warst du auf einmal wieder völlig im Kampf. Nein, du hast unfassbar gut gekämpft. Am Ende hattest du einfach Pech, als Keldeo verfehlte. Der einzige Grund, warum ich gewonnen habe, war die Verbindung zu meinen Freunden und etwas Glück. Wenn du noch einen Tipp haben willst, mir fällt eigentlich nur einer ein. Nämlich war dein Sonnentag zu Beginn zwar anfangs nützlich, aber du hast dir letztendlich, glaube ich, selber damit mehr geschadet als mir. Nächstes Mal solltest du es anders probieren. Vielleicht auch einmal von deinen Prinzipien abweichen und Krays nicht immer als letzte Option in der Hinterhand haben. Snens schien mein Tipp gut zu gefallen und wir unterhielten uns noch eine ganze Weile. Hierbei sagte Snens eine Sache, die er anscheinend irgendwo gehört hatte. Wir wussten beide nicht wo und wir wussten auch beide nicht, was sie bedeuten sollte. Aber irgendwie klang sie sehr bedeutend. Gegen den dunklen Magier, stark wie nie, hilft nicht einmal die Macht des Lichtes. Den Herrscher zu bezwingen vermag nur der Spross der Dunkelheit selber. Inzwischen war der Nachmittag angebrochen. Wir mussten langsam bereit werden. Doch wir entschieden uns, noch eine letzte Person zu besuchen. Ich war mir zwar zunächst etwas unsicher aufgrund seiner Eltern, aber da die Menschen mir nun vertrauten, entschied ich mich, bei Leon zu klingeln. Eine ältere Frau machte die Tür auf. Sie wirkte sehr überrascht, mich zu sehen. Oh, guten Tag! Weshalb habe ich die Ehre? Guten Abend, die Dame. Ich wollte fragen, ob Leon derzeit da ist. Ich rechnete mit einer von zwei Antworten, ja oder nein. Aber die Antwort, die ich bekam, verwirrte mich völlig. Ich ging noch einmal sicher, dass ich auch an der Tür geklingelt hatte, die Leon mir gesagt hatte. Aber es war richtig. Und trotzdem kam die Antwort. Ich kenne keinen Leon, wer soll das sein? Ich war wirklich sehr perplex. Ich muss mich geirrt haben, Entschuldigung. Kein Problem, viel Glück heute Abend, junger Mann. Auf einer Brücke, die eine Straßenunterführung bildete, war der Punkt, an dem ich die Embleme verteilen wollte. Ein letzter Ort mit einer wunderschönen Aussicht. Ein Ort, den ich immer gerne besucht hatte. Die Sonne stand bereits sehr tief. Es ist soweit. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Gleich geht es los. Aber vorher noch zu den 5 Amuletten. Ich denke, ich habe gute Vertreter gefunden, mit denen ihr alle einverstanden seid. Natürlich zähle ich trotzdem auf euch alle. Wir geben dort gleich unser Bestes. Alle nickten, als ich die Embleme aus meinem Beutel kramte. Das erste Emblem bekommst du, Lord Ecke. Ich denke, ich muss niemandem erklären, weshalb. Du bist wahrscheinlich unser stärkster Kämpfer. Wir brauchen deine Kraft in diesem Kampf. Keine überraschende Entscheidung meinerseits, so viel war klar. Das zweite Emblem. Bisasam, du hast von uns allen am meisten Erfahrung mit Darkrai. Zudem wird es deine letzte Schlacht mit uns, egal was geschieht. Und in dieser Schlacht wirst du die Rolle einnehmen, die du verdienst. 3 blieben. Das dritte Emblem möchte ich dir geben, Latias. Du hast die Gruppe während meiner Abwesenheit die ganze Zeit tapfer geleitet.
Dein Wissen und deine Fähigkeiten haben uns in diesem Krieg oft geholfen. Du verdienst definitiv auch einen Platz in der Elite. Die beiden letzten Embleme blieben. Shinux, als Vorletztes habe ich an dich gedacht. Wir kennen uns zwar noch nicht lange persönlich, aber ich weiß jetzt schon, was für eine Kriegerseele du bist. Du hast viel gelitten in diesem Krieg. Und nun sollst du auch das Recht haben, das Leid zu beenden. Die letzte Entscheidung jedoch schien überraschender, zumindest für das betroffene Pokémon. Es bleibt das letzte Emblem. Eevee, ich möchte es dir geben. Sie schien es wirklich nicht zu verstehen. Mir? Wirklich? Warum mir von all den Pokémon? Warum nicht Bulbi oder Latios oder Seemops oder Hydropi? Einfach irgendjemand anderes, wieso gerade ich? Weil keiner in dieser Welt so sehr an sich selbst gewachsen ist wie du. Du hast den verloren, der am wichtigsten war. Aber du hast nicht aufgegeben. Du hast weitergemacht und aus dem Schmerz Kraft geschaffen. Du hast deine eigene Vergangenheit überwunden. Keiner verdient dieses Amulett mehr als du. Ich sah kurz in die Runde. Alle sahen mich entschlossen an. Alle von mir Erwählten trugen ein Emblem um den Hals. Es zeichnete sie als Generäle aus. Nicht als Generäle der Dunkelheit, sondern des Lichtes. Mit einem letzten Ausruf brachen wir auf. Auf zum großen Finale. Darkrai wartete auf uns. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt, in Shelasts Namen, Darkrai wird fallen.